Hallo. Münzen werden geprägt durch Stempel, die dem Metall eine Oberflächenstruktur verleihen. Rechts ist die richtige 2-Euro-Münze zu sehen. Links erkennen wir eine Fehlprägung. Europa ist darauf nur unvollständig aufgeprägt. Mein Ziel ist es heute, dir zu erklären, was Prägung im biologischen Sinne bedeutet. Du lernst die Vorgänge zur Prägung und deren Bedeutung kennen und es werden 2 Arten der Prägung erklärt und weitere aufgeführt. Auch erfährst du, was Fehlprägungen sind und welche Folgen sie haben. Diese Person kennst du ja schon. In seinem Buch Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen erzählte Konrad Lorenz die Geschichte vom Gänseküken Martina. Zunächst saß er vor einem Brutkasten. Wichtige Dinge müssen in einem Wild ganz einfach vor sich gehen. Legt man das Ohr daran, hört man es darin knacken und murksen. Und jetzt, ja, jetzt hörst du ganz deutlich ein leises, süßes, flötendes Piep. Erst eine Stunde später hat das Ei ein Loch. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com